Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zurück zu FIFA 21. Es geht weiter. Ich habe mir Gedanken gemacht rund um das Süd-Angebot und ich habe es angenommen. Jo, ich habe es angenommen und ich werde jetzt Folgendes machen. Gehe rein in die Entwicklung und gehe auf Entwicklungsplan und werde dem Süd einen ausgeglichenen Plan geben. Grund dahinter, ich bin mir nicht sicher, wie die KI damit zurechtkommt oder was die KI da genau macht. Ob die auf dem Trainingsplan bleibt, weil mir kommt manchmal vor, dass die auch ausgeglichen sind, weil sich die Spieler nicht so geil entwickeln bei der KI wie bei mir. Drum machen wir ausgeglichen. Er ist nämlich noch ein guter und er geht zu einem Konkurrent, der nächste Saison gegen uns spielen wird, ziemlich sicher. Und aus dem Grund, ja, wollen wir nicht, dass er noch krass viel besser wird. Der Adrian Süd. Wir schauen rein gegen Port Vale. Da kenne ich keinen. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ein schöner Tag für England. Kein Regen. An der Court Lane. Süd als letztes Mal Captain. Sollte der Transfer durchkommen. 9,4 Millionen bekomme ich für ihn. Das ist doch einiges. Cosgrove, Spieler im Fokus, 16 Tore gemacht. 2 Tore McCurdy, ist ja süß. Niedlich, würde ich fast sagen. Genau, 9,4 Millionen war das Angebot. Oder das, was sie uns rausgeholt haben. Ursprünglich waren es 6,6, die uns Sheffield geboten hat. Wir haben eben erhöhen können auf 9,4. Schauen wir mal, ob er dann wechselt. Wie gesagt, Süd, sicher ein cooler Typ, der schöne Leistungen für uns gebracht hat. Das auf jeden Fall. Unser defensiver Chef. Aber Aremu steht ihm eigentlich um nichts nach. Ist sicher ein sehr guter Ersatz und wir haben einen noch besseren gefunden, den wir richtig schön aufbauen können. Aber der kann erst kommen, wenn wir das Geld für Süd haben. Walter Petersen, Guardiola, Statue, Kiminia, Süd, Williams, Deng, Deng, Frühling, Cosgrove. Das ist unsere Startaufstellung. Und Süd zum letzten Mal für Exeter City am Start. Schauen wir mal, wie das klappt. Wie er sich verabschieden wird. Ich glaube, ihm hat die Zeit gut gefallen bei uns. Hat sich gut entwickeln können bei uns. Zum Captain geworden. Oh, wow. Wunderbar. Oh, mit was für einer Wucht geschossen, Yang Deng. Da kommt sein Bruder, klatscht auch ab mit ihm. Schön gemacht. Die Co-Produktion, Folding Deng. Nice. Und bam, mit was für einer Wucht rein in die Kreuzecke. Schön. Schöne Vorlage von Folding auch. Tor in der vierten Minute, Yang Deng. 3 Tore gemacht bisher. Da freut er sich. Bei dem haben wir ja abgelehnt. Da gab es auch ein Angebot von Bright & Hoof, also von einem Premier League Club. Tabelle. 7 Punkte haben wir Vorsprung aktuell. Sehr schön. Die Blitztabelle. Cool, dass das eingeblendet wird. Wird eh viel zu selten eingeblendet. Flex. Süd wird gelegt. Boah, Alter, Klung. Da haben wir Glück gehabt. Wird eh viel zu selten eingeblendet. Die Tabelle, diese Blitztabelle.
Süd. Na? No. Williams. Pedersen läuft mit. Holmgren und ja, bei uns gibt es jetzt auch mal Klong zu begutachten. Schön. Jeder mal an die Stange. Denk. Sehr auffällig heute. Sehr quirlig und auffällig. Jetzt gibt er ab auf Röding und der verkackt's. Ja, da gab es ein Angebot eben, wie gesagt, auch für Deng. Ein sehr gutes, auch so ein 10-Millionen-Angebot von Brighton & Hove aus der Premier League. Aber wir haben gesagt, nein, wir wollen nach wie vor festhalten an ihm. Bei den Jugendspielern ist es immer schwer zu sagen, was das endgültige Potenzial ist, aber das schaut sehr gut aus bei ihm. Als würde das einiges sein. Steuert sich sehr gut. Der andere Deng wird gelegt. Der Deng-Bruder. Süd läuft nach und kommt nicht hin. Süd ist auch ein bisschen schwächer heuer als letztes Jahr. Letztes Jahr war er, finde ich, der beste ZDM. Und heuer ist er von Aremu abgelöst worden, meiner Meinung nach. Cosgrove. Ein munteres Spielchen. Also die Fans sehen hier ein Spiel, das in beide Richtungen geht. Port Vale müssen was zeigen, damit sie nicht absteigen. Und wir wollen aufsteigen. Also schön viel Brisanz drinnen. Frühling. Außennetz. Jetzt. 35 Minuten gespielt. Port Vale. Schöner Name. Frühling, was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Der verreist im Jahr. Ach, Nies. So eine machst du doch normal im Schlaf. Ach, schön gemacht, schön. Gut abgeschottet auch von Cosgrove. Ich glaube, der ist zur richtigen Zeit losgelaufen und hat den Verteidiger so ein bisschen verwirrt. Entweder abgeschottet oder auf ihn gezogen. Muss ich mir gleich nochmal anschauen in der Wiederholung. Da kommt's jetzt. Ja, sehr schön. Schön Platz gemacht, schön abgeschirmt. Man weiß nicht recht, ob das ein Bug ist von FIFA, weil der NPC nicht weiß, ob ich zu ihm spielen will oder nicht. Aber ich glaube, das hat dazu geführt, dass der Platz einfach frei war. Die Abwehr sich nicht ausgekannt hat und der Nies das Tor gemacht hat. Sehr schön. Er geht doch Nies, ne? 2-0. In der 40. Minute. Kimin. Cosgrove. Deng. Abseits. Ja. Und da kommen die Adern raus bei ihm. Da ärgert er sich. Sagt er, das will ich nochmal sehen. Ja, viel war es nicht. Viel war es nicht. Tolles Spiel heute von Yang Deng. Beflügelt, dass er nicht in die Premier League wechseln durfte. Bisschen seltsam. Ein Football Manager wird jetzt am Boden zerstört, dass ein Wechsel in die Premier League nicht stattfindet. Und würden total ausrasten. Aber hier zum Glück nicht. Er ist motiviert, dass wir nicht mal aufs Angebot reagiert haben und gesagt haben, nein, sondern
Wir haben es einfach gewissentlich ignoriert. Williams, da springt darüber. Hallo, jemand mitlaufen? Nicht viel los bei McCurdy. Hätte ich euch gleich sagen können, wenn er bisher nur zwei Tore geschossen hat, wird da nicht viel los werden. Vor allem, wenn die ja auf dem Abstiegsplatz sind. Ja. Optimistisch. Tolisso zu Neapel. Aha. Nicht die Zuordnung verlieren, Pedersen, danke. Williams, Frühling. Oh, Nies. Schade. 55 Minuten gespielt. Machen wir weiter. Aber die kann man nicht, sollte man nicht unterschätzen. Oh Mann. Die sollte man nicht unterschätzen. Port Vale. Stark verteidigt. Die wissen, von wem die Gefahr droht. Dass sie alles unternehmen müssen, sobald der Nils am Drücker ist. Dass es nicht zum Tor kommt. So, jetzt aber. Hm? Ja, der Deng ist nicht sehr fit. Für ihn kommt Arias. Süd, da muss er durch, weil wir haben Arimo nicht auf der Bank. Cosgrove, Frühling, Williams. Williams macht Platz für Enriquez. Deng kann gerne spielen. Und im Sturm hätte ich gerne den Lahne statt Cosgrove oder Frühling. Bissigkeit ist hoch bei ihm. Dann machen wir doch das. Kriegt ein bisschen Pause. Der Nies. Danke. Danke dafür. Wir haben den Ball. Und konnten auswechseln. Und da ist der Lahne. Und verliert den Ball. Schön. Da ist der Lahne wieder. Guten Morgen, Statue. Das wäre fast in die Hose gegangen, wenn die ein bisschen cleverer angegriffen hätten. Deng. Lahne. Schade. Ah. Schade. Schöner Angriff. Richtig gut gemacht. Schieß aufs Tor 5:1. Aber ein munteres Spiel. Mittelfeld ist nicht existent. Oh, der reißt ihm komplett ab zum Glück. Abseits. Abseits Arias. Hätten sie ruhig früher schon pfeifen können. Das war doch eindeutig. Und dann verausgabt sich der Spieler ja nur. Hat er zum Glück nicht auf die Sprinttaste gehämmert. Naja, komm, mach weiter.
5 Minuten noch auf der Gladiol. Gleich vorbei, Obata hat ihn sicher. Schön gemacht. Enriquez läuft, flankt. Oje. Nachschuss. Oje, zu wenig Power. An die Stange. Und irgendwie reingestolpert. Zieht's für Koskorov? Okay, interessant. Was war das? Hier Lane probiert. Dann das Koskorov-Tor, was wohl zählt. Eigentlich hätte ich es ja dem Jon gegönnt. Weil entweder es war ein Eigentor. Ja, es war ein Eigentor. Es war ein Eigentor. Es war ein Eigentor. Ja, Adam Crooks. Haben sich aussuchen können, wer da das Eigentor gemacht hat. Ob es der Torwart war oder die zwei Verteidiger. Aber es war ein Eigentor. Und eigentlich geforst von Arias. Das heißt, warum Koskorov da jubelt? Naja. Ach, der ist sauer hier. Kriegt noch ein Eigentor. Kassiert noch eins. Schlecht für die Statistik dann natürlich. Noch ein Gegentor mehr. Was in Richtung Abstieg deuten könnte für Port Vale. Für uns ist es ganz cool. 3 Tore für die Statistik ist natürlich nice. Deng in der 4. Minute, dann Frühling und Crooks mit dem Eigentor. Okay, ihr Spiel. War gut. War okay, doch, war gut. Stimmt, das war die Co-Produktion. Deng, Frühling und Frühling, Man of the Match. Interview nach dem Spiel. Na komm, was haben wir da wieder? Ist wieder super spannend. War es wieder ein super enges Spiel oder was? Was haben wir? Das haben wir für geile Fragen. Außenseiter war ein super Spiel. Der nächste Sieg, wir waren besser. Und der Gegner hat es uns zu leicht gemacht. Ja, ja, gerne, passt schon. Sind verkauft. Und Leihangebot für Chilvers. SEO Avengers ist daran interessiert, nur Chilvers auszuleihen. 2 Jahresleihe. Okay, warte mal, ich speichere das Ganze mal ganz kurz. Nicht, dass da irgendwas passiert. Und das dann weg ist, das war halt nicht so gut, gell? Machen wir das mal. Süd und Chilvers. Verkauf von Chilvers von Süd ist durch an Sheffield. 9,4 Millionen und wir kriegen nur 6,5. Was soll denn die Kacke? Das ist doch echt beschiss. Nach Sheffield United. Ja, Süd. Tschüss. Avengers. SEO Avengers klingt doch viel besser als Avengers. Verhandeln wir mal. Schauen wir mal, vielleicht wollen die auch nur eine Einjahresleihe. Nee. Uns würde es mehr helfen für 2 Jahre. Ja. Machen wir das. Können wir immer noch zurückholen. Und wir wollen eine 20-80-Teilung. Machen wir vielleicht 25? Hallo. Ja, sehr schön. Um die paar Euro streiten wir doch nicht, ne? Gut. Chile ist verliehen. Süd ist verkauft. Und wir sind am letzten Tag. Gleich geht's richtig los. Gleich geht's in die heiße Phase. Das speichern wir auch nochmal ganz kurz. Und dann werde ich versuchen, mir den McCrory zu gönnen. Ross McCrory.
Gehen wir mal auf Handeln. Er sieht ja durch mit dem Club. Jetzt sehen wir den Spieler. Da ist er, der Blondie. Freut uns, dass wir da sind. Ja, sehr schön. Er will nur Rotation. Das ist nice. Mit 71 Stärke nur Rotation. Er will 4 Jahre, wir machen 5 Jahre. Wir übergehen die Freigabesumme und er schlägt ein Gehalt vor von 14.000. Ja, das ist natürlich echt heftig. Also unser Bester verdient ja im Moment 8.000 irgendwas. Also unser Teuerster. 14.000 ist schon krass. Das ist schon krass. Zusätzlich einen fetten Einstiegsbonus und Einsätze hätte er auch noch gerne vergütet. Das ist schon eine Hausnummer. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie runtergehen können. Dass wir nicht ganz so viel Bonus geben. Und vom Gehalt her, bei 12 haut er uns gleich ab, oder? Also 100.000 würde ich echt ungern zahlen, muss ich ehrlich sagen. Na komm, komm uns entgegen. Ah, gut. Dein Bonus ist weg und der Einstiegsbonus ist nur mehr auf 78.000. Da können wir doch noch ein bisschen was runterdrücken. Und das Gehalt versuchen wir auch noch irgendwie runterzudrücken. Schau, wir kommen euch entgegen, hä? Er bleibt auf den 78.000. Das ist, wenn wir sagen, 13.000 und 58.000. Ist das okay? Jetzt sagt er, mehr geht nicht mehr runter. Also wenn er schon auf die Einsätze vergisst, dann wäre es nett, wenn er das volle Gehalt kriegt. 13.000 ist aber viel. Wenn ich ihm die 78.000 lasse und ihm nur hier noch ein bisschen was versuche runterzukitzeln. Was sagt er? Ja, passt. Passt. Leute. Arimo, machen wir Platz. Für Monsieur McCrory. Unser neuen Sturm LV, LM, ZM, RM, IV, RV. Wer fehlt? Aufgestellt. Egal. Setz mal da mal rein, den Marquez. So, McCrory. McCrory ist hier. McCrory ist angekommen. McCrory ist Rechtsfuß. Kriegt damit, schauen wir nochmal, Rechtsfuß mit 4 Sternen. Okay. Dann gibt es einen roten Schuh für dich. Machen wir das mal ganz kurz live. Da ist er. Könnt ihr schon mal bewundern. Der Ross. Ah, schauen wir uns gleich mal sein Gehalt an. Ja, aber ich glaube, das wird uns auf kurz oder lang blühen, dass wir solche Gehaltsforderungen haben. Das wird nicht lange anders möglich sein. 13.000, wir haben ihn immer vorher 24.000 verdient und wir haben ihn auch unter Marktwert bekommen. Ja. Wenn er so einschlägt, wie ich es hoffe, dann wäre das richtig cool. McCrory. Vergleichen wir mal mit Arimu. Ist ein bisschen schwächer, der McCrory, weil er auf 71 ist, aber schönes Potenzial bei ihm auf jeden Fall vorhanden. Schauen wir uns mal die Werte an. Abfangen, Aggressivität und Ruhe genau gleich mit Arimu. Stellungsspiel und Übersicht ein bisschen mieser, Antritt ist besser. Die Ausdauer ganz wenig mieser, Balance ist auch ganz wenig mieser, Beweglichkeit gleich, Reaktion auch fast gleich. Schneller in der Sprintgeschwindigkeit, die Stärke ist besser und die Sprungkraft ist auch besser. Das heißt, das ist sehr wichtig auch für ZTM, finde ich, dass er auch springen kann, weil der kommt oft in Kopfballsituationen und mit der Stärke ist natürlich auch cool, dass er sich durchsetzen kann.
Abschluss braucht er nicht, Ballkontrolle. Ja, mei. Defensives Bewusstsein auch um 1 Unterschied. Dribbling braucht er eigentlich nicht. Effe braucht er nicht, Elfmeter braucht er nicht. Faire Zweikämpfe, ja, das wäre immer besser. Bei den fairen Schüssen braucht er nicht. Flanken, egal. Präzision, egal. Grätsche ist McCrory besser. Kopfballpräzision ist auch der McCrory besser. Das heißt, er kann auch mal in ein Kopfballduell gehen. Ein kurzer Pass ist er schlechter. Langer Pass ist er besser dafür. Und er hat eine Grätschentechnik. Ja, also bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr den findet. Ich finde ihn mal nicht schlecht. Vor allem, weil er hat gerade das Angebot von Süd da war. Und ja, das war schon sehr verlockend, 9,4 Millionen mitzunehmen. Oder in unserem Fall dann halt wieder ein bisschen weniger, warum auch immer. Aber war schon ganz cool, glaube ich. Er kriegt die neue Nummer 19. Nee, eine Nummer 19 ist weg und die andere ist da. Ross McCrory und ist auch gleich Captain. What the fuck? Er kommt an und wird zum Captain. Vielleicht, weil er so viel verdient, dass die Leute sagen, hey, na dann muss er was zu reden haben. Eine interessante Idee. Er weiß selber noch nicht, wie wir eigentlich spielen, aber hey, Hauptsache mal Captain. Nice. Schön, schön, schön. Ross McCrory. Und dann schauen wir noch ganz kurz rein in seinen Entwicklungsplan, denn der soll nicht auf ausgeglichen bleiben, sondern soll was machen. Und da sehen wir auch schon, der hat schon durchaus mehr Potenzial. Also was der Süd vorher hatte für lange Lernzeiten, da ist der McCrory schon ein bisschen besser noch dran, weil einfach noch mehr Potenzial da ist, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Antritt, Sprintgeschwindigkeit geht nicht mehr besser, Ausdauer würde noch gehen. Reaktion, Ballkontrolle, kurzer Pass, ja. Kurzer Pass wäre vielleicht eh nicht verkehrt für ihn. Wo war er denn noch schlecht? Abfangen, defensives Bewusstsein, Grätsche, Ausdauer, Stärke, Aggressivität geht auch nicht mehr. Schade. Ich mag sehr aggressive Leute. Kurzer Pass, langer Pass, Ruhe, Balance, Übersicht, faire Zweikämpfe. Vielleicht sowas da, dass er da vielleicht noch ein bisschen was macht. Einen tiefstehenden Spielmacher für 6 Wochen. Ross McCrory, ja, passt. Und dann gehen wir rein. Können wir nochmal ganz kurz durchwechseln für das nächste Spiel. Wir bringen den Lane. Der sollte dann wieder fit sein. Arias darf spielen. McCrory natürlich kriegt sein Debüt. Wenn Aribo vielleicht ein bisschen sauer ist, dass er jetzt letztes Spiel nicht spielen durfte, weil da Süd seinen Abschied bekommen hat und jetzt kriegt McCrory sein Debüt und er darf wieder nicht spielen. McGree, Williams, vielleicht der mal eine Pause, der darf eh so oft spielen. Dann darf Wayne doch mal ran. Kim Jin-ya wird wieder ausgewechselt für... Wo ist er? Haben wir nicht noch einen LV außer Kuga? War da nicht noch einer? Vladimir Rescu. Und Marquez kommt rein. Gegen wen geht's denn eigentlich als nächstes? Sollte ich vielleicht noch wissen, bevor ich komplett Banane aufstelle. Hofft man auch. Chivas ist noch da. Noch ist er da. Gegen wen geht's denn? Ich frage für einen Freund. In der Liga gegen Shrewsbury. Aha, okay. Na gut. Noch nichts gegen... Der Monat wird ja richtig heftig mit Menu und mit Leverkusen. Aber Shrewsbury, das heißt, ich könnte den Pan aufstellen. Dem wieder mal eine Möglichkeit geben zu spielen. Den Bingwen Pan. Hoffmann, Gradioli, McCrory, ja, so ein bisschen durchgewechselt. Auf der Bank haben wir Cosgrove. Der hat eher spielen dürfen, da kommt doch der Frohling auf die Bank. Kim Jin-ya, Deng, wenn er sich erholt, ja, dann gerne. Der andere Deng, ZOM, ZDM, rechts mit Enriquez, Tlom und Aremo, ja, von mir aus. Von mir aus sollte das so okay sein. Wir speichern das Ganze hier noch einmal. Und dann
Geht's rein? Trainingstag. Machen wir den ganz schnell. Marques Hoffmann. Da haben wir da irgendwas Abwehrtechnisches. Gut. Hier, nimm normal. A, passt. Haben wir drei Leute, die rein können. Remo, Hoffmann, Marques, passt. Die letzten 10 Stunden, das ist immer spannend. Finde ich immer geil. Für wen wird noch ein Angebot reinkommen? Da haben wir irgendwas. Medipol, Besiktas ist daran interessiert, Tayo Koga zu kaufen für 11 Millionen. Tayo Koga in die Türkei. Das ist ein bisschen krass. LV technisch haben wir Kim Jin Ja, den haben wir extra geholt, damit er LV-mäßig abliefert. Koga hatte das Problem, dass er eigentlich der Innenverteidiger war. Sein Potenzial ist leider enden wollend bei 75. Das heißt, das hat er eigentlich jetzt mehr oder weniger erreicht. Bin mir nicht sicher, ob man darüber hinaus noch performen kann. Aber im Grunde ist er jetzt am Limit. Als Ersatz haben wir Vladimirescu. Der hat eine gute Ausdauer. Antritt ist scheiße eigentlich. Sprintgeschwindigkeit ist ein bisschen besser. Stärke, ja, naja. Wäre ein okayer Ersatz, sage ich mal. Koga. Der ist schon verflucht gut. Den haben wir uns gut ausgesucht und hochgepowert. Aber 11 Millionen abzulehnen. 11 Millionen sind halt 11 Millionen, ne? Kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. Boah, krass. Krass. Krass, krass, krass. Also, ich speichere das mal. Wenn wir da was rausziehen können, wäre das vielleicht nicht schlecht. Weil wir brauchen Koga nicht mehr unbedingt. Er ist ja noch Stammspieler, was halt auch ein bisschen hinderlich ist, dass er halt immer wieder spielen muss und dann wird er auf eine falsche Position reingeworfen. Innenverteidigungsmäßig ist eigentlich gerade kein Platz, so ein bisschen zwischen den Stühlen. Auch wenn natürlich bei ihm der große Vorteil ist, dass er halt so flexibel ist. Verhandeln. Elf. warte mal. Machen wir uns einen Gag. Das fällt euch nicht auf, oder? Die 8 schaut aus wie eine 0, hä? Ja, die 8 schaut aus wie eine 0. 11.800.000. Ja. Ja. Dann wäre der Koga weg. Ja. Naja. Achso, warte, nebenbei, wenn das gleich klappt, wollen wir doch dem Koga seinen Entwicklungsplan noch ein bisschen ändern. Der soll auf ausgeglichen gehen, dass er nicht gleich sich noch mega entwickelt für die Gegner. Das wollen wir dann auch nicht. Dann wäre der Koga weg, ja. Aber okay, ich meine, wir haben, wie gesagt, Kim Jin Ja extra geholt. Wir haben Vladimirescu. Und wir haben in der Jugendakademie ihn hier, Daniel Sipp, mit einem Potenzial von 80 bis 94. Dabei ist er noch scheiße mit 61, ist eigentlich wirklich nicht gut für unser Team. Aber das Potenzial ist halt hammer gut. Und die Einzelwerte sind auch schon ganz okay. Machen wir mal weiter. Chivas ausgeliehen, Transferangebot für Obata. BSC Young Boys
ist daran interessiert, Yuma Obata zu kaufen für 5,4 Millionen. Da wird mir mein Magen, mein Hals gleich ganz trocken. Mal eben was trinken. So. In die Schweiz. Wäre damit kein direkter Konkurrent. 72. An sich hat er sich gemacht und ein bisschen gemausert. Das Wochengehalt ist halt echt nice. Also wirklich, da kann man gar nichts sagen. Und den Pan haben wir ja. Wie schaut's denn aus? Pan gegen Obata. Was haben wir denn da so für Werte? Stellungsspiel, Reflexe, Fangsicherheit besser. Abstand und Flugparaden, ja. Antritt 48. Reaktion 69, okay. Ich sag's mal so. Schauen wir mal ganz kurz nach Svilar. Das ist einer, den möchte ich seit Ewigkeiten haben. Der wird kommen. Für 6,4 Millionen. Was massiv über seinem Marktwert ist. Aber er wird kommen. Ha. Yuma Obata. Wird immer spannender, Leute. Mit den Angeboten, die wir kriegen. Ich mache mal kurz einen Cut und überlege mir das. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich habe mich entschieden, es abzulehnen. Yuma Obata bleibt bei uns. Wir gehen auf Ablehnen. Sorry, Young Boys. Aber 5 Millionen ist auch nicht besonders viel. Da geht noch mehr. hätte ich mir auch nicht gedacht, weil Obata war eigentlich immer einer der schlechtesten in der Stammelf mit 72. Aber ich habe ja schon seit Ewigkeiten jemanden auf der Beobachtungsliste, den Niles Levar, und der ist einfach nicht besser. Der ist in seinen Werten nicht besser als der Obata. Und dann denke ich mir, Obata kenne ich schon, dann bleibe ich bei dem. Und der Pan ist ja auch ein guter, der ihm auf den Fersen ist, quasi. Interessant. Kana, Transferangebot für Williams. VfB Stuttgart ist daran interessiert. Grüße an Dago. Herzliche Grüße. Randall Williams zum VfB. Der Dago wäre dabei, oder? Der würde sagen, ja. Randall Williams kann sich nicht mehr entwickeln. Der ist am Maximum mit seinen 77. 21 Millionen. Eieieiei. Boah, das ist aber verflucht gut. Ich meine, wir haben 7 Millionen Angebot abgelehnt. Und jetzt auf einmal kriegen wir ein 17 Millionen Angebot. Krass. Absolut krass. Aber halt es mich für blöd, aber Williams ist der letzte der Originaltruppe. Den mag ich nicht gehen lassen. Auch wenn er sich gerade nicht mehr entwickeln kann, er ist trotzdem immer noch zweitbester im Moment. Nee, sorry, VfB. Ist nicht. Machen wir nicht. Das machen wir nicht. Alter. Wolfsburg kommt auch noch um die Ecke. 16,3 Millionen. Und Stefan Bayram. Selbes Angebot wie schon mal abgelehnt. RCD Malorza möchte Stefan Bayram haben. Bayram. Jetzt, wo wir so langsam einen Kompromiss gefunden haben, der Bayram und ich, dass er Ersatz ist und ab und zu reinkommt,
Jetzt mag ihn jemand haben. Stefan. Krass, Leute. Heute kommen Angebote rein ohne Ende. Nicht schlecht, ey. Wahnsinn. Was zahle ich dem Bayram? Zahle ich einen Tausender. Das ist nicht besonders viel. Der hat sämtliche Werte auf dem Niveau, die ich eigentlich haben möchte. Wir können den ja mal ganz kurz mit dem Karabek vergleichen. Karabek wäre ja so einer, den ich da geholt habe, der noch ein bisschen auf Positionsfindung ist und der natürlich auch nach links switchen könnte, wenn er jetzt einen Platz frei ist. Dann würde er den vielleicht auch aufnehmen und gar nicht so schlecht lösen. Die Ausdauer ist halt um einiges mieser. Ich glaube, die hat man eh schon mal verglichen miteinander. 33 Stärke, ja, das ist echt unterirdisch. Den Williams lehnen wir mal ab. VfL Wolfsburg ist halt schon krass, oder? Was da alles dran ist. Stuttgart, Wolfsburg. Krass, 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 Leute. Aber interessant, dass jeder den Williams mag, aber keiner den Frühling. Nicht, dass ich ihn hergeben würde, aber mich würde einfach mal so ein Hammer-Angebot interessieren. So, was können die auf den Tisch legen? Lehnen wir auch ab. Würde ich ihn lieber nach Stuttgart geben, als nach Wolfsburg. Das Angebot war auch ein bisschen besser. Beira Mallorca. 4 Millionen. Das Angebot war im Wert von 2,5. Ja, was werde ich rausholen können? 3. Ist eigentlich für seine Werte nicht genug. Nee, werden wir auch ablehnen. Lehne ich auch ab. Sorry. Machen wir weiter. Krass, da ist schon wieder. Schon wieder ein Angebot. Interesse am Bosenek. Okay, gut, das ist uns egal. Geht da noch was? Na, es sind nur zwei andere Infos. Interesse an Douglas irgendwas und Friendloop. Auch die braucht man nicht unbedingt. Letzte Chance für Transfers wäre jetzt. Okay, keiner mehr. Toll. Williams Exeter könnte für eine heftige Summe gehen. Ja, Moment. Nö, ich hab doch Nein gesagt. Ja, geht nicht. Der geht nirgendwo hin. Der bleibt hier. Was ich übrigens ganz kurz mal reinschauen mag, wenn gleich das Transferfenster endet, dann bedeutet das auch, dass sich die Jugendakademie ein bisschen verbessert, die Leute. Das heißt, ich möchte jetzt mal einen Blick drauf haben, vor allem potenzialtechnisch, wird man gleich eine Anpassung sehen und da bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung das geht, gerade bei Sinn und SIP. Denn da jetzt der Koga gegangen ist, werde ich den SIP nach vor beordern, aber ich möchte zuerst mal wissen, wie gut denn sein Potenzial so wirklich ist. Genau, haben wir da mal ein Screenie gemacht und dann machen wir mal weiter. Alles, was jetzt noch reinkommen würde, könnten wir eh nicht mehr durchbringen, weil die ja auch noch Ewigkeiten brauchen, die Transfers, um wirklich dann durchzugehen. Tada, das war's. Monatsbericht Jugendmannschaft und Frist abgelaufen. Transferangebot für Enriquez. Jetzt kommst du um die Ecke, weißt du? RB Salzburg. Nö, dankeschön. Danke, aber nein, danke. Krass, dann hat sich ja doch ein bisschen was getan. Koga weg, Süd weg, Chilvers weg. Hätte sich auch keiner gedacht, oder? Dass das irgendwann mal passieren würde. ja, davor McCrory gekommen und Karabek. Leute, ich bin gespannt, ob das gute Ergänzungen waren. Und wir haben ja einiges an Transferbudget. Da wollen wir uns richtig was ansparen, um dann ordentlich was rauszuhauen. So, da schauen wir jetzt rein. Potenzial.
81 bis 91. Ja, das klingt schon richtig gut. Das klingt schon verdammt gut. So, vorher und nachher machen wir uns mal schön die Screenshots rein. Und dann kann ich gleich mit euch live reacten darauf, was sich denn so verändert hat. Also der hat ein besseres Potenzial bekommen. Oh, interessant. Die können sich sogar verändern von ihrem Startwert. Ich dachte, es wird einfach nur weiter eingegrenzt. Aber der Sieb hatte 80 bis 94 und hat plötzlich 76 bis 94, was nicht so gut ist. Der Sinn hatte 78 bis 92 und hat jetzt 81 bis 91. Das verstehe ich eher. Eher so ein bisschen mehr eingegrenzt. Aber dass der Sieb quasi schlechter geworden ist von seinem Potenzial, interessant. Naja, nicht so geil, aber gut, an sich immer noch ein Hammerpotenzial, muss man schon sagen. Also, komm her, Sieb, dich werde ich zum Profi befördern. Viel Spaß bei uns. Dann schauen wir noch ganz kurz auf Spieler bearbeiten. Du bist Rechtsfuß, oder? Hab dich vorher angeschaut. Ja, genau, Rechtsfuß. Rechtsfuß. Krass, lehne ich so ein 16-Millionen-Angebot ab. Ja, ja, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass der Tag mal eines Tages kommen würde. Und dass ich ein Obata-Angebot nicht annehme, von dem ich nicht so begeistert war. Aber irgendwie, er hat sich halt in mein Herz gespielt. Der Yumi. Und hat ja auch wirklich die beste Gegentorquote. Also ist schon nicht verkehrt, der Guy. So, Wladimir Lescu, Kim Jin, ja. Du beerbst jetzt quasi den Koga. Bist ein neuer 41er. Wladimir Lescu. 42, Sip, nicht 2, nö, du bist 43, genau, Rest sollte passen, McCrory ist der neue 19er, wir speichern das Ganze nochmal. Vergessen, unter was ich es jetzt speichern soll. Dann machen wir da mal über einen 6er drüber. Cool. Leute. Ja, wow. Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Einiges hat sich hier getan. Genau, das Sieb wollen wir noch ganz kurz überprüfen, was der so lernt. Der lernt Flügelverteidiger, das passt, genau, Ausdauer, immer gut, Grätsche, auch scheiße bei ihm, Flanken, das klingt sehr gut, Goodie Sieb, apropos Sieb, du wirst dein Debüt kriegen, sonst bist du wieder sauer. Habe ich sonst alles durchgewechselt oder sind die noch von vorher? Die sind alle so mega angeschlagen. Ares ist ja auch platt. Was soll denn das? Sollen wir wieder Karabek die Chance geben? Dann schaue ich mal, ob ich die beiden Blondies auseinanderhalte. Karabek und McCrory. Das wird ja auch spannend. Gut. A, B, A. Ja, ausgezeichnet. Turnierpreisgeld. Immer her damit. Warum erst jetzt? Die Frage stelle ich mir ja fast. Warum erst jetzt? Nicht während der Transferphase. Marquez, letztendlich werden sie... Jetzt kommt er an, weißt du? Letztendlich werden sie sicher einen ersatzrechter Verteidiger suchen. Geben sie mir die Chance. Das ist eine Chance. Laber. Kuvnacki. Da ist jeder dran. Und es geht
in der Liga gegen Shrewsbury Town. Wer hat sich gerade gemeldet bei mir und rumgeheult? Der Marquez, genau, der Typ, der in der Startaufstellung steht. Ne? Just saying. Ah ja, okay. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie durch die ganzen Transfers, ob ich jetzt schon umgeswitcht habe oder nicht. Aber ich glaube, das ist die richtige Aufstellung. Ich glaube, das passt. Dann kriegt der McCrory sein Debüt, der Sieb auch. Der Karabek kriegt sein zweites Spiel. Gut, Leute, ich bin gespannt, was sich da tut. Ob das alles cool war, was wir gemacht haben, werden wir herausfinden. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. McCrory soll Süd ersetzen. Genau, das haben wir gemacht. Genau, ich bin schon mega heiß, wie es weitergeht. In der zweiten Halbzeit quasi. Jetzt im Februar. Der wird richtig heftig, wenn der Februar. Ah, jei. Ah, krass. 4 Punkte Abstand nur. Aber okay, Luton Town hat 2 Spiele mehr. Okay. Heftig. Die haben auch erst bisher 2 Niederlagen. Wow. Das wird cool. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.